Am 21. Januar beginnt die 15. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Diesmal geht es für die prominenten Kandidaten zum ersten Mal nach Südafrika. Mit dabei ist auch Harald Glöckler. Der Modedesigner ist für seinen extravaganten Look bekannt. Wenige wissen allerdings, dass er bereits früh in seiner Jugend einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste. Harald Glöckler gehört wohl zu den schrillsten Kandidaten, die das Dschungelcamp je gesehen hat. Der Modedesigner aus Baden-Württemberg liebt es besonders bunt. Regelmäßig überrascht er das Land mit neuen Modedesigns, neuen Stylings und zahlreichen Schönheitsops. Glöckler weiß, wie er für Aufmerksamkeit sorgt. Harald Glöckler, Modedesigner, Juror und TV-Star, das Thema Mode hat Harald Glöckler schon immer interessiert. Nach seiner Lehre zum Einzelhandelskaufmann arbeitete er anschließend in einem Modegeschäft. Wenig später eröffnete er mit seinem heutigen Lebenspartner einen eigenen Laden pompös in Stuttgart, wo Glöckler selbst gestaltete Jeans und Hemden verkaufte. Mitte der 1990er Jahre gründete er auch das gleichnamige Label. In dieser Zeit wurde der heutige Dschungelcamper zu einem echten TV-Star und trat mit einigen Mitgliedern in Kostümen als Musikgruppe pompös in Sendungen wie Arabella und der RTL-Nachtshow auf. Die TV-Karriere von Harald Glöckler nahm wenig später nach seinem Umzug von Stuttgart nach Berlin an Fahrt auf. Er wurde zum großen Teleshopping-Star und machte sich sogar in Großbritannien sowie in Japan einen Namen. Sein Engagement in der Jury von Let's Dance sowie den Dreh zahlreicher Dokus haben den Modedesigner zu einem echten Superstar gemacht. Harald Glöckler, tragische Familiengeschichte, doch hinter dieser pompösen Fassade verbirgt sich eine traurige Geschichte. Im Alter von 14 Jahren verlor Harald Glöckler seine Mutter. Angeblich soll sein Vater sie die Treppe hinuntergestoßen haben. Mein Vater war ein Tyrann, er schlug ständig meine Mutter, wird Glöckler in einem Bericht der SZ zitiert. Mit seinem Vater, der Anfang der 1990er Jahre starb, habe der Modedesigner nie mehr ein Wort mehr gewechselt. Ein trauriges Schicksal. Gut möglich, dass Harald Glöckler im Dschungelcamp zu diesem heiklen Thema befragt werden könnte.